Das ist ein pirscher Typ. Figaro! Wir haben es auf Jäger abgesehen, also pass auf. Ist das ein Itachi? Jetzt einfach die Balliste kaputt gemacht. War der nicht mal kleiner? Ein Werfer-Typ. Auch mal kleiner. Okay, da gehe ich auf die Liste dann in dem Fall. Da bleibst du einfach da stehen. Ah, ich kann auch mit dem rechten. Das ist gut. Okay, ich habe gar nichts gemacht, aber gut. Das ist ein Torbrecher-Typ. Greifen die Tore an, du musst sie unbedingt aufhalten. Okay. Torbrecher, Werfer, Pirscher. Die Tore sind noch intakt. Das Steigern der Festungsstufe schaltet neue Jagdanlagen zur Verteidigung frei. Erfahrungspunkte zum Steigern der Festungsstufen erhältst du mit folgenden Verteidigungen gegen die Randale. Monster besiegen, Nebenaufgaben abschließen, Monster Pest Status Anomalien zufügen. Okay, jetzt kommen mehrere. Warum hat mein Hund eigentlich wieder die andere Waffe drin? Ich hab dir doch eigentlich das Gebiss gegeben. Ob ich den Torbrecher machen soll oder den. Festungsstufe erhöht. Heißt das jetzt, ich muss neue Ballisten erstellen? Oh je, ich glaube, der hat den Tor kaputt gemacht. Oh je. Halt! Keine Ahnung. Hornwellen werden stets von einer großen Bedrohung angeführt. Große Bedrohungen sind viel größer und stärker als normale Monster, aber sie zu besiegen bringt dir viele Erfahrungspunkte für deine Festung ein. Dafür musst du die große Bedrohung erlegen, die die letzte Horde anführt. Oh je. Es ist ein Bärchen. Wird ein Gegenschlagsignal eingesetzt, inspiriert das Jäger und erhöht die Angriffskraft deutlich.
Gegenschlagsignale werden während der Randale durch Schlagen eines Gegenschlaggongs aktiviert. Die Effekte des Gegenschlagsignals hängen von der Stufe deiner Festung ab. Woher weiß ich denn, welche Stufe meine Festung hat? Wo bin ich? Ah! So. Bist du schon fertig? Er ist die Horde abgewählt. Okay, kommt jetzt noch was, oder? Wenn eine Horde geflohen ist, hast du eine kleine Atempause. Okay, nee. Vorbei mit aus. Nutze die Zeit gut, um dich für die nächste Welle zu rüsten. Okay, kann ich hier nicht nichts aufstellen. Kann ich jetzt nichts aufstellen? Hier drüben, fang langsam an. Wo drüben? Wo ist der? Wo ist der denn? Erst, weißt du noch, wie die Festungsstufe gestiegen ist? Ja, die ist gerade eben gestiegen. Je weiter die Festungsstufe steigt, desto mächtigere Anlagen stehen dir zur Verfügung. Ich ändere kurz mal den Titel. Auf Randale! Wie zum Beispiel der Drachenspeer. Aha, den kennen wir schon. Um die Festungsstufe zu erhöhen, kannst du Monster abwehren oder sie betäuben und andere Statuseffekte hinzufügen. Also tob dich aus. Drück in der Nähe dieses Hebes A, um den Drachenspeer vorzubereiten und dann nochmal, um ihn zu aktivieren. Die Aktivierung löst einen gigantischen Speer aus. Den größten Schaden erzeugt er, wenn du so abpasst, dass Monster direkt davor sind. Der Drachenspeer ist eine krasse Waffe, aber es dauert, bis du ihn wieder abfeuern kannst. Wenn du nicht warten willst, kannst du den Vorgang mit einem Kraftofen beschleunigen. Oh Gott. Leute. Damit gehen auch die Reparaturen an zerstörten Anlagen flotter. Geh sicher, dass dein Arsenal in Schuss ist, bevor eine Horde kommt. Ah, jetzt hier. Ich kann gar nichts machen. Jetzt darf ich es doch nicht benutzen. Manchmal kommt es vor, dass ein tapferer Krieger aus Kamura während einer Randale rauskommt, um ordentlich auszuteilen. Diesmal ist der älteste Vogel aufgetaucht, wie es aussieht. Ruf ihn vor dieser Anlagenplattform aus. Oh, und halte er über eine aufgestellten Jagdanlage gedrückt, um sie abzubauen. Die Krieger Kamuras sind mächtige Jagdanlagen. Krieger Kamuras sind mächtige Jagdanlagen, okay. Die deine Kameraden zur Verteidigung der Festung herbeirufen. Der Effekt variiert je nach Dorfbewohner. Einige greifen Monster direkt an, andere verstärken die Fähigkeiten anderer Anlagen. Die Krieger Kamuras kann nur einmal pro Quest eingesetzt werden, also wähle den Zeitpunkt mit Bedacht. Die Anlagenkarten für die Krieger werden zu Beginn oder während eines Hordenansturms hinzugefügt. So komplett minimal! Minimal, Andors! Ja. Also, nee, das wollte ich nicht. Doch, okay. Aha, jetzt kommt Vogel. Bist du mal im Posten, du sollst aber zurecht.
Bin mir noch nicht sicher. Ob ich das hier richtig mache. Schauen wir mal, was rauskommt. Nein, wir haben Bogen. Da kann ja nichts schief gehen, oder? Also ich könnte vielleicht den Drachenspeer aktivieren. Hat man mich ja vorher nicht gelassen. Ach so, okay, jetzt habe ich es gecheckt. Ich dachte, ich muss ihn aktivieren und dann muss ich nochmal ran, aber ja. Einmal zum Rangehen praktisch R drücken. Gott, was hast du denn im Maul? Die laufen da einfach so durch. Ich mach das nicht. Echt nicht gut fürs Feuer. Doch, das war meine. Warum ist die denn nach hinten ausgerichtet? Da liegt was Süßes. Hast du das April-Scherz gesehen? Nein, habe ich nicht. Was? Was für ein April-Scherz? Stimmt, heute ist ja der 1. April. Mich wundert es, dass mich noch keiner verarscht hat heute. Auf YouTube. Nee. Hat ja ein April-Scherz auf YouTube gemacht. Habe ich nicht gesehen. Du siehst den Status des letzten Kurses auf der Minikarte. Weiß doch nicht. Alter, ja, um die Anlage abzubauen, die du nicht brauchst. Warum soll ich das machen? Mit dir können wir auch 100 Randalen besiegen. Ja, darauf wird es vermutlich auch hinauslaufen. Dann muss ich das nachher noch angucken, dann du hast ja. Da liegt hier noch irgendwo was da. Auf seinem. Eisfassbombe. Gefährlich, um sie nach Quest zu behalten. Was? Das heißt, die hätte ich irgendwo hinwerfen sollen. Okay, das war die Randale.
Das war irgendwie unkoordinierter und unspektakulärer, wie ich mir das jetzt vorgestellt hätte, ehrlich gesagt. Kinder kämpfen auch schon mit Riesenwaffen. Da kommt Magnum, hallo! Oh mein Gott! Hab mir den jetzt auch noch? Oh mein Gott, okay. Minimal. GG, I guess. Hier bin ich eigentlich immer die Letzte. Kann der seine Hörner wachsen lassen? Amidutoru Inehiko, Magai Magado, Yukumido Horeimu. Okay, gut, das wusstet ihr. Dorate, Yukumido Hazato Kuro. Ja, das wird auch wieder passieren. Ach, die können ruhig auch mal was machen. Die können kochen und der? Achso, der macht auch Fisch, glaube ich. Yura, Metore Shito. Zurück. Rang B. Wie Rang B? Ich habe mir voll Mühe gegeben. Mit nur Rang B. Meritenschrein. Rang B. Rang B. Bin ich nicht in Ordnung. Bin ich nicht in Ordnung. Gute Arbeit, Struggle. Dank deines Einsatzes hat Kamura das Ganze relativ unbeschadet überstanden. Aber jetzt, da wir es mit Magna Amado zu tun haben, wird es erst richtig haarig. Er hat doch gar keine Haare. Wie bereits erwähnt, kenne ich die hässlichen Fratzen
die hässliche Fratze dieses Unholds noch von der Randale vor 50 Jahren. Den alten Ham hätte es fast den Hals gekostet, die Auslöschung des Dorfes zu verhindern. Nun ist die Fratze zurück. Die Sicherheit Kamuras liegt in deiner Hand. Bring den Unhold ein für alle Mal zur Strecke, Struggle. Wir wissen immer noch nicht, was hinter dieser Randale steckt. Wenn wir etwas herausfinden, erfährst du es zuerst. Okay, Struggle, ich möchte, dass du zu Harnon gehst. Harnon gehst. Er möchte ein Wörtchen mit dir reden. Kamura ist mehr als nur Stahl- und Monsterjäger. Yori ist noch nicht dahin gekommen, was das bedeutet, aber der alte Ham will ihn wohl aufklären, auf seine Art. Der alte Ham war mal kalt wie Tatara-Stahl, aber ich schätze, auf seine alten Tage wird er weich. Ha. Wie dem auch sei, lass den alten Zausel nicht warten. Den alten Zausel. Was Struggle wohl sagt? Wieso? Hey Struggle, kann ich dir was geben? Ich habe den Namen ganz oft geübt. Es ist dein Glücksbotengewand. Zieh es deinem Kauz an, dann bringt es dir Glück. Und ich habe noch meine eigenen guten Wünsche für dich oben drauf gepackt. Jetzt bringt es noch viel mehr Glück, Struggle. Hoffentlich werden sie wahr und ein ganzer Haufen Glück regnet auf dich herab. Okay. Zieh ich das dem Kauz an? Wisst ihr eigentlich. Holen. Weiß ich jetzt gar nicht. Gegengift. Eine ausgezeichnete Idee. Du bist echt. Schon mal vom Monster Bischaten gehört? Nein. Er ist ein unberechenbares Biest mit Fangzähnen und buschigem Schweif. Er greift jeden an, der die heiligen Ruinen passiert. Eine dringende Quest mit dem Jagdauftrag wurde ausgestellt. Warum bist du immer noch hier? Brauchst du wirklich einen Grund? Na schön. Im Moment hat Kamura weder die Kraft noch die Mittel, es mit Magna Malo und der Randale aufzunehmen. Er labt sich an der Horde. Du kannst versuchen, ihn zu erledigen, aber er würde nur mehr fressen und sich stärken. Wir müssen ihn also von der Horde trennen. Und ich arbeite an einem Weg, um genau das zu tun. Um mein Gerät fertigzustellen, brauche ich Materialien des Bischaten und der ist eben an den Ruinen aufgetaucht. Die Konstruktion ist... Nein, vergiss es, keine Zeit. Wir unterhalten uns nach getaner Arbeit. Jetzt musst du den Bischaten jagen. Ja. Willst du noch? Ah, Struggle, da gibt es etwas, das ich dir erzählen sollte. Ich habe eine spezielle neue Technik zur Waffenverbesserung entwickelt, die unsere Chancen gegen die Randale erhöht. Ich nenne sie Apexion. Dabei wird Material von der Randale genutzt, um Waffen weit mehr zu steigern als normal möglich. Wenn du die benötigten Teile beisammen hast, bring sie zu mir, dann zeige ich es dir. Keine Ahnung. Nur über Randale-Belohnungen erhältliche Materialien können jede Waffenart bestimmte Randale-Fähigkeiten verleihen. Werde über Randale-Fähigkeiten aktivieren in der Schmiede die Waffe aus, die du mit einer Randale-Fähigkeit verstärken möchtest. Nachdem eine Randale-Fähigkeit angestellt wurde, wird sie im Randale-Slot der Waffe ausgerüstet. Kann nicht einfach wieder entfernt werden. Meist kannst du sie aber durch andere Randale-Fähigkeiten überschreiben oder durch Rücksetzen entfernen. Wenn du eine neue Randale-Fähigkeit ausprobieren möchtest, stell sie einfach ein. Wenn du eine Randale-Fähigkeit überschreibst, kannst du die letzte ausgerüstete Randale-Fähigkeit der Waffe wiederherstellen. Wähle unter Randale-Fähigkeiten die Randale-Fähigkeit und den gelben Pfeil aus, um die zuvor eingestellte Randale-Fähigkeit erneut auszuwählen. Randale-Fähigkeit, Randale-Fähigkeit, Randale-Fähigkeit! So langsam, echt. Oh, was für imposante Monster habe ich verpasst. Du hast Magna Malo verpasst. Einfach Magna Malo verpasst. Ah, okay, da ist jetzt die Meritenstein. Affinität plus 4. Bei der Waffe finde ich es so zuträglich, würde ich sagen. Verteidigungsbonus plus 10 oder Angriff. Plus 6. Das ist jetzt nicht so viel. Kann ich Randalen denn wiederholen?
kann ich das immer wieder machen, weil ich würde das jetzt schon gerne reinbauen, aber wenn ich es dann für eine andere Waffe nicht mehr habe. Magler hört sich nach Feuer an. Ich weiß das gar nicht. Er ist so lila. Es ist sein Emote, der eine, den ich für Dream gezeichnet habe. Wenn du dich erinnerst. Dieser Hunddrache. Hundedrache? Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Post Dragon, es gibt eine neue dringende Quest. Ich hab doch eine dringende Quest gemacht. Diesmal sollst du einen Bischaten jagen, ein Monster mit einem riesigen Schwanz, das gerne ein Affentheater veranstaltet. Er greift hauptsächlich mit seinem Schweif an, also behalte den gut im Auge, okay? Okay? Die Randale ändert sich mit jedem neuen Questbeginn, inklusive Standardquests. Die Belohnungen aus der Randale hängen von dem auf der Questkarte vermerkten Schwierigkeitsgrad und den Monstern ab. Wähle Quests nach deiner Fähigkeitsstufe und gewünschten Materialien aus. Im Mehrspielermodus sind die Quests, die am Questschalter verfügbar sind, je nach Spieler verschieden. Spieler können jedoch Randale-Quests beitreten, die von anderen Spielern angenommen wurden, sofern sie die Anforderungen erfüllen. Was? Okay, ich kann das wiederholen. Der Zwinkernde, genau, der Zwinkernde. Richtig. Wir machen lieber Pflanzen. Irgendwie finde ich Pflanzen einfacher zu sammeln als Insekten. Ich finde hier irgendwie nicht viele Insekten. So, und jetzt machen. Nein, wir machen jetzt keine dringende Quest. Wir machen jetzt eine einfache Sammeldorf-Quest. Die Kaktusdiät machen wir jetzt. Und dann machen wir Zeugen der Vergangenheit. Ich brauche jetzt mal eine Pause kurz. Da müssen die so viel labern immer. Ich werde noch heiser hier, echt. So, pass auf. Ich gehe aber noch kurz in die Versammlung steht. Okay. Lotterie! Nein. Nicht den falsch dran irgendwie. Okay, dann nicht. Dann halt nicht. Ja. Ganz lockere. Aber ich muss mir dann auch bald schon wieder eine neue Rüstung machen. Dagegen Baros war die jetzt schon nicht mehr so gut. Es wird anstrengend. Es wird anstrengender. Start the Quest. Gucken, ob ich das jetzt finde, dieses Mal. Ui. Okay, das war, glaube ich, schon mal kacke. Egal, wir gehen wieder hoch. Ich wollte diese Irrlitze. Und sogar noch ein M. Nein, den bekomme ich ja auch nie. Irgendwann magst du den ja sicher nochmal, dann bin ich hoffentlich da. Ja, ich habe ihn noch nicht, gemetzelt. Ja, wir haben ihn erst gesehen und sind geflohen eigentlich. Das war alles. Nein, ich wollte nicht, dass du da runterspringst. Und eigentlich diesen blauen Irrlicht. Wieder. Okay, ist nicht mehr da. Dann habe ich ihn wohl eingesammelt. Sven, guten Abend.
Guten Abend, Sven. Schön, dass du wieder reinschaust. Wie geht's dir? Jetzt, wo ich kein großes Monster erlegen muss, jetzt hier mega viele Irrlitze. Nein. Ja, hoch, bitte. Doch ein blöder Hund. Echt absteigen und selber hoch. So, und wo ist das jetzt? Seht ihr irgendwas? Ich sehe nämlich wieder nichts. Ja, momentan viel am Spielen. Mir geht es gut. Hoffe dir auch. Was spielst du denn? Habe ich bestimmt schon gefragt. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich laufe hin. Da kommst du jetzt wieder hoch. Ist klar. Survival Game. Ach so, das, Mr. Prepper? Hieß das so? Kann es sein, dass ich hier keinen Kaktus finde? Ich wünschte, ich hätte Käfer. Ich habe gestern ein Mega-Update. Ja? Und? Und wie ist es? Da, da ist eine. Von nicht toll. Ah. Geronimo. Höhenkrabbe. Bei Quindel. Kaktus. Irgendwo. Nein, Scum. Ach, du spielst Scum. Okay. Sorry. Wer hat dann Dr. Prepper? Ja. Wer hat dann. Doktor? Wer hat dann das Prepper-Ding gespielt? Super, mega neue Kraft, neue Features ist noch immer auf Fire. Ja, cool. Das heißt, du hast gerade auch nicht viel Zeit für anderes. Yes. So, hier. Kann man das hacken? Aber hier ist es ein bisschen heiß. Vier. Immerhin legen wir mal ein bisschen von dem Gebiet frei.
Aber habe ich auch gespielt. Ah, okay. Dann war es das vielleicht doch du. Schon durch, aber das war ich glaube auch. Okay. Schon durch, alles klar. Kannst du jetzt anfangen, Monster Hunter zu spielen? Wie wär's? Malachite! Nein! Bekomm einfach das, was ich brauche. Unikat gibt's nur 10 Mal auf der Karte. Auch gut, oder? Da habe ich echt 9 von 10. 9 von 10. Aber hier ist noch ein Artefakt. Wenigstens das. Aber wo ist der Kaktus da? Okay. Und was macht ihr hier so schön? Ja, das ist es nicht. Das ist es nicht. Wo ist es dann? Da. Juwelenlinien gefunden. Wo denn? Sehe gar nirgends welche. Nee, das hat mich irgendwie nicht angesprochen. Echt? Gar nicht? Hast du schon mal was eins probiert? Bin nicht so der Science-Fiction-Fantasy-Gamer. Hä, Monster Hunter ist Science-Fiction? Ich hätte das jetzt weder Science-Fiction noch Fantasy zugeordnet, ehrlich gesagt. Hab zwar Ark gespielt, aber das ist ja schon der Jungentraum. Ark sagt mir gar nichts. Hallo Mika, herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du zuschaust. Wie geht's? Was denn? Monster Hunter, oder? Wir reden doch von Monster Hunter. Ach, was dann? Entschuldigung, was dann? Gute Frage. Ich glaube, das hätte ich als eigenes Genre eingestuft von Seite. Darf man da bei dir mitjagen, wenn du möchtest? Ich habe das noch nie gemacht, aber wenn jemand weiß, wie das geht, dann mache ich gerne mit. Naja, Fantasy schon, allein wegen den Drachen, oder? Hallo Frieling. Oder soll ich dich jetzt Feierling nehmen? Irgendwer hat mir gesagt, du hast dich umbenannt. Aber ich weiß nicht, ob das ein Witz war. Schön, dass du zuschaust. Und hallo, wie kommst du voran? Hallo. Ich bin bei Stufe 3 Quest. Also ich hatte gerade die erste Randale gemacht. Ostinsel. Warum gibt es denn hier keinen Malachit als Belohnung? Nirgends. Das sind Kontoobjekte. Ihr merkt, ich bin schon sehr gut bei dem Spiel. Base Building, Dino Zähmen züchten, ja. Nein. Frieling, die sagen nur alle Feierling. Warum sagen die denn Feierling? Das hat bestimmt mal jemand falsch gelesen. Die Katze auf der roten Kiste ist dazu da, um eine Online-Lobby aufzumachen. Okay, pass auf. Wir machen das. Wir besuchen das. Was mache ich dann? Online-Spiel. Lager erstellen.
Ziel. Keine. Beste. Okay, da könnte ich einstellen, was ich möchte. Keine Ahnung. Ich denke, 7 ist schon okay, wenn das da steht. Gleiche Sprache. Ist mir eigentlich egal. Brauchen wir den Passcode? Ihr müsst mir sagen, was ich da einstellen muss. Und gefällt es dir bisher? Ja. Es ist schon ganz okay, Frieding. Frieding, du hast jetzt kein Monster Hunter Rise gespielt, oder? Wenn ich es richtig weiß. Falsch geschrieben beim Turnier. Ah, okay. Deshalb. So, ich bin jetzt mal raus. War schön, wieder von dir zu hören, sehen. Danke, Sven. Das finde ich auch. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Scum-Spielen. Und vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ne, Passwort braucht man nicht. Okay, kein Passwort. Ah, sorry. Ah, falscher Knopf. Suche Experten. Nur Freunde. Rekrutierte Jäger. Jeder Weltquest. Entspannte Jagd. Heißt Gal, oder? Im Mehrspielermodus kannst du Nachrichten eingeben und mit anderen Spielern chatten. Bitte vermeide Inhalte, die illegal, beleidigend oder privat sind. Hört ihr es? Oder die Rechte Dritter verletzen können. Wir sind nicht für Streitfälle zwischen individuellen Spielern oder Spielergruppen verantwortlich. Was ist hier passiert? Sei dir bitte bewusst darüber, dass du für deine Äußerungen und dein Verhalten stets volle Verantwortung trägst. Okay, ich erstelle ein Lager. Und es reicht einfach zu erstellen. Okay, ich erstelle. So. Warum bin ich erst Jagd Rang 1? Wie kann es sein, dass ich erst Jagd Rang 1 bin? Erfüllung der 1 Hauptquest. 4 Quests verbleiben. Hey, habe ich die noch nicht gemacht? Moment. Mal gucken. Boah, habe ich doch schon alle. Sternchen einquetscht. Oder mein. Achso, Städte. Städtenfortschritt, okay. Städtenfortschritt. Der Online-Rang ist da beieinander. Ach so. Nein, werde er es auch nicht. Wieso nicht, Frieling? Brauche Hilfe. Danke. Bitte. Bitte, Sven. Der Online-Rang ist. Hab ich den. Okay. Es gibt einen Offline-Rang und einen. Okay, na gut, dann macht das. Dann ist okay. Müsste ja. Okay. Na gut, so, und was mache ich jetzt? Warten. Dann gehe ich noch kurz zum Schmied und schaue. Hat es so Neues gibt. Oh, guck mal, da braucht man Malachit. Okay. Ah. Da hätten wir aber auch nicht mehr Verteidigung als gerade eben. Ha! Das ist ja lustig, das Froggy-Set. Doch hätten wir 2 Punkte. Aber wegen 2 Punkten machen. Warten wir noch. Ich glaube, wenn ich eine Lobby mache, ist es einfacher. Warum? Kannst du jetzt nicht zu mir reinkommen? Switch spielen andere mit. Ja, die Switch ist zu Hause und die PlayStation 4 in der Kaserne. Oh! Stimmt, jetzt wo du sagst, wir hatten ja mal darüber geredet. Doch, aber ich brauche die ID. Okay, wo steht die ID? Das kann ich doch bestimmt irgendwo angucken. Wo ist meine ID? Es funktioniert nicht so wie früher.
Mega Verbindungen. Muss doch irgendwo sein. Auf Lager. Einstellungen bei der Katze, okay. Ach ja, da steht sie. J4, Moment, ich kann das ja wieder reinmachen. Und nächstes Mal vergesse ich das dann wieder. Die habe ich komplett ignoriert einfach. Komplett. Also wenn noch irgendwer anders mitspielen will, dürfte ich gerne reinkommen. Command. Es ist aber angenehm, dass da die ein bisschen kürzer ist, wie die von World. U-E-W-D. J4 U-E-W-D. Und man muss keine großen Kleinschreibungen beachten. So. Ja, so bin dann auch erstmal wieder weg. Dir noch einen schönen Tag und den Rest auch. Vielen Dank fürs Reinschauen, Frieling. Ich wünsche dir natürlich auch einen wunderschönen Tag und falls wir uns nicht mehr sehen, frohe Ostern. So. Bin schon drinne, okay, perfekt. So. Bist schon Jagd Rang 7? Okay. Ah, da bist du ja. Man sieht dich. Ha! Ich wusste gar nicht, dass man dich sehen kann. Okay, du siehst schon ein bisschen professioneller aus. Okay, jetzt, wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Hier sind die Quests, oder? Oh, was muss ich denn jetzt hier machen? Städtenquest, Schalter vermutlich. Machen wir neben. Okay, das sind die gleichen. Okay. Nein, ich will keine Explosion. So. Sollen wir hier einfach mal anfangen, Mika? Oder möchtest du eine bestimmte Quest? Ich spiele es schon seit der erste Teil rauskam. Echt? Okay. Der Wahnsinn. Ich habe erst in World angefangen. Und ich war da auch noch nicht so gut. Okay, die kennen wir zumindest alle schon. Soll ich einfach mal von oben runter? Nimm an, was du möchtest. Also. Dann machen wir halt nochmal Agnoso. Gibt es hier irgendeinen bereit? Oder brechen wir jetzt gleich auf, wenn ich aufbrechen sage? An die Qualität. Das ist schon voll coole Rüstungen. Right? Okay, jetzt ist ein anderes Zeichen dran. Ich muss noch annehmen. Ach so, okay. Ich dachte, das gilt dann für alle. Der sieht richtig, richtig böse aus. Das Hündchen. Okay, jetzt ist ein Haken dran. Dann gehen wir los, oder? Versuchen wir mal. Sag mal, hast du je ein Monster gesehen, das auf einem Bein hüpft? Ich schon. Seitdem bin ich nicht mehr die Alte. Ha, 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 ha. Diese alten Geistergeschichten machen mir überhaupt keine Angst. Wie ist es mit dir? Oh.
Denke mir auch nicht. Ah, okay, jetzt sind auch wieder vier Sachen drin. Warum auch immer. Okay, Mika geht gar nicht mit dem Hund und ist trotzdem schneller als ich. Bisschen Honig sammeln. Auch ein bisschen ungeschickt, oder? Noch ein. Nimm was brauchst du aus der Kiste. Habe ich gemacht. Ich hoffe, dass ich nicht so viel brauche. Diesen Gegner kenne ich ja theoretisch schon. Theoretisch. Bist du hin? Was war das? Irgendwie schneller also. So. Ein kleines Flemmli. Leider kriegt das nicht. Was für eine Waffe spielst denn du mit einem Gewehr? Ich glaube, das ist nicht von mir. Ich habe vergessen zu essen, oder? Fällt mir gerade wieder auf. Wieder nicht. Okay. Da sind so viele Effekte. Effekte. Ah. Die Zahl. Würdest du... Warum machst du das nicht? Hat sie gerade nicht geschärft. Ja. Nicht. Aber also ich glaube, die LP nehmen auch zu bei mehr Spiele. Ich wollte gerade fragen, wie ist der drauf, aber es ist hier wieder mein Hund. Irgendwie so Mountain geht nicht mehr. Also halt mit den Seilgeben.
Ich glaube, dieses Schärfeproblem liegt da auch teilweise an der Knochenwaffe. Weil die muss ich jetzt wieder öfters schärfen als die andere. Mal sehen. Kann ich die Waffe schärfen auf den Hund? Ja, Mann. Das ist ja cool. Das finde ich hier schön. Wieso ist die so schnell? Und immer dieses Schreien, das ist dann noch eine. Niemand braucht. Daneben. Warum? Ich drücke R. Verstehe nicht, warum sie das nicht mehr. Böses Vögelchen. Es gibt übrigens, ich habe gestern bei Dream zugeguckt und es gibt wieder an Janat. Finde ich nicht cool. Der war nicht schön. Mika, die weiß schon, wo der hinfliegt. Und ich so. Ignoriere mich nicht. Probe. Mir fällt gerade auf, dass jetzt nur noch die Hunde dabei sind. Ah, gut, dass ich gerade eben noch einen Trank verbraucht habe. Ja, jetzt sind nur noch die Hunde dabei, weil wir ja dann zu viel sind. Und keine Katzen mehr. So, weil sie das halten, abbrechen. Yes. Hä? Sorry, ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gemacht. Er ist abgebrochen.
Stärke! Yay! Ich sammle das immer auf, aber ich benutze es nie. Wenn man mit anderen spielt, kann man nur einen Kameraden mitnehmen. Aha, okay. Und kann ich da auswählen, ob es der Hund oder die Katze sein soll?